So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ich bin eigentlich immer noch krank, aber ich dachte mir jetzt komm, rein mit den Medikamenten und ab dafür. Ich will mir das auf gar keinen Fall jetzt nehmen lassen, hier das Spiel weiterzuführen, weil ich gerade so unglaublich drin bin, dass ich jetzt hier auf jeden Fall weitermachen möchte. Ich würde nach wie vor zusehen, meine Stimme so klar wie möglich hier durchzubringen. Aber falls doch mal was unverständlich sein sollte, sei es mir doch bitte verziehen. Ja, so ungefähr. Wie lange geht dieser ganze Abschnitt überhaupt noch? Oh, okay. Okay, fuck, ist das doch schon Bosskampf? Weil, falls ja, vielleicht ein anderes Setup gebraucht. Shit. Warum sollten die Krieg anfangen, wenn genau so einer von den bösen, bösen Archen genau auf der ihrem Arschloch sitzt? Aber was genau wäre das für ein Sinn? Ach du Kacke, okay. Ja, puh. Buff-Team vielleicht? Nein, ich habe keine Ahnung, komm. Einfach mal draufstürmen und gucken, was die Viecher so drauf haben. Ob sie mich immer völlig zerstören. Ja, okay, Schutzschild. Aha. Okay, schocken kann ich in der Zeit schon mal. Das ist relativ hilfreich. Ich habe Angst, was passiert, wenn er das Schutzschild fallen lässt und angreifen will. Das könnte brutal werden. Okay. Schutzschild ist weg. Was geht ab? Soweit so nichts. Okay, Schock ist da. Oh, ich kann ihn sogar hochwerfen. Okay. Das macht ihn zu einem ziemlich angenehmen Gegner. Weil solange ich ihn hochwerfen kann, ist immer noch kein Problem. Ich werde vielleicht nicht in einer Schockphase beenden können, aber was zum Frick? Warum ist denn jetzt wieder nie krepiert? Was ist passiert? Ach, die haben das Vieh hat ja auch noch den scheiß Schwert. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Okay, komm, jetzt bis auf die Hälfte. Das wäre optimal. Oh, und wieder Scheißschwert auch Schaden macht. Okay. Das ist nicht zu unterschätzen hier. Ich lasse mir zuerst das Scheißschwert drauf gehen. Sonst gehe ich ja drauf. Ja, super. Hätte man es mal eher gewusst. Aber sollte kampftechnisch jetzt nicht so einen Unterschied machen, aus dass ich eine Phönixsphäre verschwendet habe. Jo, der Berserker teilt mittlerweile auch aus. Das Gegenkind klappt gar nicht so gut. So, jetzt, okay. Kill ist Kill, passt. Aber ich glaube, das Vieh rast ohne Schwert nochmal richtig aus. Wobei ich mir da nicht zu sicher bin. Naja, komm. Im Idealfall schocke ich das Vieh einfach, werf's hoch und beende es dann. Also ein Angriff wird noch kommen. Okay, da ist der Schock. Los, Snow, mach den Job. Snow, Dankeschön. Oh, hätte der Schutz jetzt noch gezählt, das wäre verflucht nochmal bitter gewesen. Da ich gegen einen Flop schon lange kämpfen muss. Holy shit. So, und hoch, hoch. Dankeschön. Klasse. Drei Sterne, easy. Es war zu erwarten. Zeitvorgabe 2:32, Kampfdauer 2:33. Nice. Ja, ob ich jetzt nochmal gegen so ein Vieh kämpfen muss? Eigentlich ja nicht unbedingt. Wegen den 500 KP kann ich mir das auch sparen. Muss jetzt nicht immer gleich in alles reinrennen, so. Wozu? Wozu? Okay, aber einmal leveln sollte ich vielleicht noch. Nee, hier war ja alles voll. Ja, so. Aber kostet ja erst 1000. Auch cool. Vor allem, weil es so schön teuer ist.
Ja. Devalga. Deprotega. Noch ein paar CP. Was gibt bei dir so? Doch, 80. 160. Und sogar noch ein bisschen Angriffskraft. Cool. Was als nächstes kommt? Betätigen. Gib ihm. Nein, ganz normaler Fahrstuhl. Ja, hier vor Psycom sicher sein. Man kann sich das Übel auch aussuchen, also. Okay. Und der ganze Spaß geht weiter. Kapitel 10, das Arcane Residuum. Karte, was sagst du denn dazu? Wohin muss ich? Okay. Richtung stimmt. Oh, die Vögel sind wieder da. Das ist cool. Ich freue mich schon auf die Vögel, die dann anfangen zu beschwören. Das sind die, die am meisten Spaß machen. Nicht. Wenn ihr mal anfangen, so ein Behemoth aufs Schlachtfeld zu rufen, dann ist das schon ziemlich ungeil. Aber schauen wir mal. Zack, zack. Okay, sieht gut aus. Keine Beschwörungen. Okay, easy. 5 Sterne, gut verdient. Tja, die haben auch fast so viel gebracht wie der Berserker oben. Also, richtige Entscheidung getroffen, die einfach stehen zu lassen. Die könnte ich farmen. Aber richtig farmen. Okay, cool, hier gibt es einfach gar nichts. Wie weit bin ich in dieser Arche überhaupt schon drin mittlerweile? Ich meine, die kann doch gar nicht so riesig sein, dafür, dass wir in ein Gebäude gekracht sind. Oder wie sehe ich das? Nur so von der Logik her wäre das eine sinnvolle Argumentation. Obwohl, wir haben auch gerade ein Fahrstuhl genommen. Ja, wer weiß. Wer weiß. Wieso dauert hier überhaupt zu lange? Mach mal hin, Team. Weiter. Zack, zack. Gib ihm. Easy. Easy. Macht da gar nichts. Okay, hier ist auch konnte es nichts. Schön. Ah, noch mehr Vögel und Slimes. Yippie, kein Prämie. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich die direkt beim Spawn erwischt hätte. Kann der Snow eigentlich gar keinen Flächenangriff oder irgendwas? Hat er seine unbegrenzten Handgranaten vor Ort einfach verloren? Finde ich sehr schade. Jo, warum macht er immer so viel Schaden? Was geht da ab? Oh ja, und ich fresse dich auch wieder. Cool. Oder doch nicht? Doch. Ha. Nix da. Ich bekomme die volle KP. Naja, gut, 408. Doch, 102. Könnte hinkommen. Könnte hinkommen. So, hier, Premium, wie ist es? Nein, im letzten Moment. Es hätte so schön sein können. Na egal, Rundumschlag sollte klären. Hofft man. Oh, Schaden ist erstmal da. So weit sind wir uns einig. Wir nehmen auch schön mit dem Flächenzauber rein da. Und RIP. Hüter des Wissens. Womit haben wir es in Näherungschaft jetzt verdient? Habe ich einfach nur Monster getötet oder was ist da los? Okay, gar nichts. Oh, hey, Behemoth. Cool Story. Na komm, Spaß halber. Ich finde den Fall, dass er tatsächlich was bringt. Aber nur für den Fall. Außer wenn wir auch nichts unbesiegt lassen. Okay.
Ich sehe schon, es war vielleicht doch nicht so klug, hier anzugreifen. Na wohl, doch, der frisst schon ganz gut Schaden. Im Zweifelsfall könnte ich immer noch aus Verbrecher umschalten. Was ich vielleicht noch machen. Irgendwann fangen die Behemoths auch an, sich beim halben Leben komplett zu heilen, aufzustehen und viel mehr Schaden rauszuhauen. Also, ich hoffe, das ist jetzt nicht so einer. Aber wenn ich den Schockzustand nämlich sehe, macht mir das schon. Ha! Aufspießen verfehlt. Was für ein Lappen. Ich treibe den Schock mal vor, jetzt aber noch ein bisschen höher. Falls es wirklich so kommt. Ja, es war zu erwarten. Jetzt packt er nämlich richtig aus. Jetzt mache ich nämlich diesen hier. So, das Wechsel hat mich auch schon lange gekostet. So, der Kill sollte jetzt relativ schnell fallen. So, bye bye, Mystery. Abgezogen. Na gut. 400 KP, trotzdem noch ein relativ angenehmer Kampf. Kann man machen, muss man aber nicht. Sind die Viecher gerade alle gerespawnt? Zum Teufel. Ja, und natürlich auch noch. Nicht, dass es langweilig wird. Oder ich auch mal irgendwann Ende abzusehen ist. Das wäre langweilig. Das könnte man nie und nimmer verantworten. Naja, gut. Jo. Was dauert das schon wieder so lange? Hier, RIP. Dankeschön. Das sind wir jetzt KP, die sich lohnt. So, schönen Item. Ach so. Ich wollte mich schon selbst gerade fragen. Yo. Alicanto für Hope. Was soll das sein? Macht das was? Das ist Angriff. Wenn ihr fühlt, dass etwas ist, ja, ganz viele tolle Gegner, die ich nicht mal mit Prämie per Jump-Angriff bekomme. Cool. Naja. Immerhin werden die schönen Schnitt drauf gehen. Wenn ich nicht vorher drauf gehe. Jo. Alter. Was dauert da? So, wenn ihr bitte. Okay. Wie viel KP für so einen Kampf? Nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Das war einfach nur eine KP-Farm. Schön. Oder ist da unten noch irgendwas zum Belang? Ich kann mir das übel mal aussuchen. Aber ich nehme die Monster. Einfach weil ich den Farm brauche. Oh nein, Behemoth. Shit, shit, shit. Aber gut, der Behemoth steht eh nicht so lange auf, bis ich ihn nicht unter die Hälfte des Lebens gebracht habe. Von daher ist es noch relativ vertretbar. Vielleicht kann ich auch versuchen, für einen schnellen Kill zu gehen. Indem ich versuche, kurz bevor er aufsteht, nochmal mit zwei Brechern anzukommen. Das könnte funktionieren. Mit bisschen Glück. So, genug geheilt. Snow packt das auch so. Ja, mal gucken, wie viel Schaden ich aufs Brett kloppen kann. Ach, es ist ekelhaft. Ja, so viel dazu. Den Plan konnte man schön in die Tonne drücken. Los, Team, Heilung.
keinen Bock, dass sie jetzt mit seiner scheiß Klinge versucht anzugreifen. Weil das macht auch. Also der hat auch so einen Flächenangriff damit. Richtig miesen. Komm schon, Bruder. Mach mal den hier. So und RIP. Naja. Lief jetzt nicht so gut, aber passt schon. Das war's doch jetzt bestimmt wert, oder? Komm schon, Spiel, das war's bestimmt wert. Sehr lustig. Nicht. Absolut nicht. 2-12, okay. Es gibt echt nur der Heiler übrig. Das auch jedes Mal mit 1000. Belastend. Aber hier hat sich auch noch gar nicht alles. Da unten. Aquara? Okay. Was gerade das fehlt? Keine Ahnung. Es muss noch irgendwas fehlen. Wo? So weit kann ich doch gar nicht zurückgehen. Ah, ach da. Esra, okay. Manipulator. Da fehlt noch ein bisschen was. Angriffskraft auf Vinyl. Na klar. Brecher hat er voll. Verheerer hat er nicht voll. Nochmal 30 TP auf seinen Nacken. Jetzt hat er einen Verheerer voll. Okay. Naja, das waren jetzt eher minimale Boosts, aber besser als gar nichts. Man kann es da vielleicht irgendwann gebrauchen. Jetzt bin ich wohl so an dem Punkt der Story, wo ich meine Leute kaum noch ausmaxen kann, bevor ich an einem Gebietsende bin. Was auch schon wieder fast ein bisschen nervig ist. Oh. Ach. Ach. Na gut. Was zum Teufel war das? Ich dachte schon, was ist ein Baby? Na gut. Versuchen wir es nochmal mit dem Speedkill. Vielleicht klappt es ja diesmal. Wenn diese Scheiß aufspießen, wenn es zu hart trifft. Also muss ich auf jeden Fall auch um einiges eher anfangen mit den Brechern. So, Aufspiel hat schon mal verfehlt. Klasse Sache. So, gut. Ah, ungünstiger Zeitpunkt. Ja, so eine Scheiße, es hat immer gar nicht funktioniert. Dreck. Hätte das Aufspießen nur ein bisschen später gemacht, hätte es geklappt. Es war ein Versuch wert. So, jetzt nicht drauf gehen, Lightning. Der Kampf ist fast geschafft. So, und gib ihm. Ob ich gleich mit einer S-Brechel besser komme. Kann ich mir auch nicht vorstellen. So, was wird das jetzt hier unten geben? Drei Vögel und ein Behemoth. Ob ich mich wo anschleichen kann? Nein! Och Mann, im letzten Moment. Diese dreckigen Vögel. Unfassbar. Diese dreckigen Vögel. Jetzt muss ich wieder zusehen, wie ich da klarkomme. Ich hasse euch Vögel. Kobolde sollen das noch sein. Sind eine Schande für alle Kobolde.
So, und gib ihm. So, Snow, könntest du bitte mal für ein paar Kills sorgen? Da wollten die gerade rufen. Also könnte ich es doch. Ich glaube, wegen dem Behemoth sollte ich fast schon dreimal Verheerer benutzen. Einfach aus Prinzip, dreimal Verheerer. Einfach sagen, passt so. So, und kommt er auch spießend. Yippie, da kam's. So, Heilung bitte. Danke fürs Heilen. Komm, ein paar Prozent brauchen wir noch. Noch keine Verwandlung? Doch, jetzt. Es hätte mich auch gewundert, wenn ich. So, ich sollte den trotzdem jetzt relativ schnell töten können. Bei 300% Schock. Na, guck mal. Und wie er leidet. Nochmal so einen ganzen ATB drauf und dann. Ist er auch am Ende. Okay, fast. Easy. Das sage ich ja, aber trotzdem keine 5 Sterne. Belastend. Okay, drüben noch ein Item. Plus Speicherpunkt. Wie sieht es da drüben aus? Okay, da geht es noch weiter. Aber welche Richtung soll jetzt richtig sein? Verstehe. Verstehe. Das Spiel will mich einfach nur laufen lassen. Na ja, Dreckshöhe. Wieder kurz davor. Naja, egal. Nicht so schlimm. Ob ich danach auch endlich mal am Ende bin. Ich würde schon gern meinen Buff-Team benutzen. Einfach weil es gut funktioniert. Gegen Bosse zumindest. So, und scheiß auf den Vogel. Erstaunlich, dass sie Geiz gerufen haben. Jetzt, wo ich weiß, dass sie es doch können. Ende Mistviecher. So, Über-Item kommt. Ha, sehr lustig. Sinnlose Accessoires, die keiner braucht. Ist dann nach Gebietsende? Lässt sich das schon irgendwie. Mann. Könnte sein. Könnte sein. Ich check das Ganze mal aus, nur für den Fall. Aber so wie das hier aussieht. Könnte schon Gebietende sein. Ja, denn da kommt direkt noch ein Safe, also. Gut. Zeit, das ganze Team noch mal kurz umzubauen. So, so.